bist du ja. Ich schmecke deine Präsenz. Sie ist irgendwie salzig, mit einem Hauch Moschus. Komm zu mir, wir haben zu tun. Hoch oben, über den Wolken, auf der großen Bohnenstange, benötigt eine klitzekleine Sache eure Aufmerksamkeit. Ein Zauberer braucht etwas Hilfe bei einer Sache. Na los, hilft ihm. Für Geld und Zeugs. Siehst verdammt gut aus. Sieht aus, als wäre da alles in Ordnung. Abgesehen von der riesigen Bohnenstange. Ich sollte mal nachsehen. In der Tat, edler Held, war oben auf der Bohne gar nichts in Ordnung. Denn die magische Bohne war böse. Oh nein. Aber schon gut. Es warten neue Abenteuer in der neu renovierten Stadt Treibholzen. Nein! Böse Pflanze! Muss ich etwa meine Heckenschere holen? Oha, also das sind wirklich böse Pflanzen. Oh ja, ganz genau.
oben gibt es böse Pflanzen. Nur eine kleine Sache, die Tina sich ausgedacht hat. Ein ziemlicher Tumult. Klingt nach Spaß. Wer ist da? Du hilfst mir besser, wer auch immer du bist. Zeit für eine Schlägerei! Bin ich froh, dich zu sehen. Dann hast du meine Nachricht gekriegt, oder? Dann weißt du in etwa so viel darüber, was hier los ist, wie ich. Wir müssen die Leute retten. Treffen wir uns weiter vorn. Ganz genau. Es ist dein alter Kumpel, die Faustschlagfee, und gemeinsam werden wir den Bösen in den bösen Arsch treten. Mach weiter, Schicksalsbringer, denn das Böse ist... ...nicht von selbst in den Arsch. Auch wenn das sicher lustig aussehen würde. Eine neue Kerbe und wieder kein Geld. Ich hatte noch so viel vor, meine Lichtseele. Es stehen ein paar Heldentaten an. Bereit? Ich habe einen grünen Daumen und jede Menge Waffen. Das lobe ich mir. Mir nach! Ich spüre böse Schwingungen in dieser Richtung. Meine Feenschnurrhaare kribbeln. Feenschnurrhaare sind übrigens unsichtbar, weil magisch. Das ist eine böse Blume und sie verbreitet böse Stimmung. Das muss die Kraftquelle des Parasiten sein. Nichts da. Sekunde, ich mache eben mein Feen-Ding und vertreibe das Böse. Wir müssen die anderen Dinge auch reinigen, wenn wir den Parasiten erreichen und die Bohnenstange retten wollen. Heb mich hoch! Oh, ist er nicht süß und so winzig klein und aufhebbar? Ich spüre noch drei dieser bösen Blumen in meinen Feenschnurrhaaren. Die nächste ist am Leuchtturm. Also los! Du bist ein echt zäher Knochen, nicht wahr?
Zurück zum spaßigen Teil, wie... In der verbundenen Stadt ist eine mächtige, superkönigliche Bestie eingesperrt und sehnt sich nach Freiheit. Sie ist auch sehr hungrig, also bringt besser Snackyleins mit. Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwäche. Bereit zum Zaubern! Dieser Parasit ist übel. Die Bohnenstange ist krank. Nicht krank wie krass, sondern krank wie ungesund. Nicht ungesund wie krass, sondern krank wie ungesund. Du verstehst. Nicht wirklich. Geh auf die Augen! Noch kannst du weglaufen! Du hast nicht um dein Leben gefleht, wenigstens etwas. So gefällt mir das schon besser. Die böse Blume muss irgendwo in der Nähe sein. Finde sie!
Der ritterliche Edelmann höchsten Ansehens sucht hoch oben auf der Bohnenstange einen Knappen. Nichts wie hin und helft ihm bei seiner äußerst glorreichen Quest. Ein weiterer ruhmreicher Tag in unserer idyllischen kleinen Stadt. Es ist so herrlich, an einem Ort zu leben, an dem absolut nichts Außergewöhnliches passiert. So ist es. Hier ist alles so wunderbar vorhersehbar, ohne dass sich je etwas ändert. Zeit für einen weiteren Routinetag, so wie immer. Moment, was war das für ein Geräusch? Verpiss dich ins Jenseits! Gut gemacht, mein Schatz! Vogelpower! Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Sturzflug und Angriff! Zauberslots sind bereit. Warnschüsse sind nicht mein Ding. Aus! Aus, habe ich gesagt. Kein Saft mehr. Wenn du Ärger suchst, den kannst du haben. Hier bricht die Hölle los!
Ich wähle dich! Einfache Geometrie! Hier bin ich fertig! Moment! Was ist das? Ich spüre, dass sich etwas Unheilvolles nähert! Oh! Wenn ich muss, schneide ich die Faustschlagfee aus dir heraus! Ich hasse diese schändliche Abscheulichkeit so sehr! Obwohl ich natürlich komplett eins mit der Natur bin! Hast du nicht vorhin zig von diesen Pilzkerlen ermordet? Oh, das ist ganz was anderes! Das waren Idioten! Auch wenn die Stadt mächtig durchgeschüttelt wurde, schießen die Immobilienpreise in die Höhe. Kapiert? Weil die Häuser... Ach, egal. Thank you.
böse Blume! Komm zurück! Diese Pflanzen! Überhaupt nicht! Nicht mal ein bisschen!
üble Kerle wütend gemacht. Kümmere dich um sie, während ich die nächste böse Blume aufführe. Da ist ein...
Oh, ich hoffe, von den Stadtbewohnern hat keiner Höhenangst. Das hatte ich nicht bedacht. Ha ha ha!
des Lebens. Irgendwann sterben wir alle. Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Hey, du bist ja wieder groß. Das mag ich an dir. Du achtest immer auf die Details. Meine Feenschnurrhaare sagen mir, dass ich bei der nächsten bösen Blume mehr zupacken muss. Du wirst mir Rückendeckung geben müssen. Komm! Dieser Parasit zehrt von der Lebenskraft der Bodenstange. Und das dulde ich nicht. Diese große, schöne Bodenstange muss beschützt werden. Für die Stadtbewohner? Ja. Von mir aus.
Sie! Jetzt halt mir die Dinger vom Leib! Es ist Zeit für Aufschlagmagie! Du wurdest entwurzelt! Gut, dass wir Feen nicht schwitzen können! Wir funkeln stattdessen! Sieh mich an! Ich funkele! Jedenfalls sollten wir jetzt das Monster erreichen können! Wir treffen uns in der Stadt!
Komm, gehen wir!